Hallo zu einem neuen Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir, den Chris LP, auf der Großdaberkopf Map beim Maisäckseln. Ja, ich habe inzwischen, glaub, noch eine Fuhre Mais alleine offline weggebracht. Ja, und jetzt fahren wir einfach hier mal noch ein bisschen weiter. Gucken, dass wir den Mais wegbekommen. Ja, heute ist der 1.10. 2014 sind nur noch 30 Tage, bis der LS15 rauskommt. Mittlerweile ist ja in den letzten Freitagen sind ja immer Maschinen rausgekommen. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Gut, fahren wir gleich weg. Gut, darüber möchte ich mit euch sprechen. Was denn so Schönes rausgekommen ist oder bis jetzt bekannt ist. Also es wird ein bei Traktoren, bei der Marke New Holland, bei Traktoren wird der T3 rauskommen. Das ist bekannt, aber er ist noch nicht als Bild bei den Traktoren zugefügt worden, aber der T4, der T6 und der T8 und der Knicklenker T9 ist hinzugefügt. Also die werden auf jeden Fall kommen. Ich schätze, der T3 wird so ein Anfangsschlepper sein, wie in LS13 der Bührer war, obwohl ich dem Bührer sehr gut fand, weil der hatte schon 130 PS. Und sowas hatte man in zum Beispiel im LS11 nicht. Da hatte man zwei so kleine Schlepper mit paar PS, ein Grupper und so einen kleinen Anhänger. Das fand ich gut. Da hatte man schon so einen richtigen Schlepper mit ein bisschen Wumms dahinter. Konnte auch da schon mal ein bisschen was Größeres dranhängen. Musste sich nicht gleich am Anfang einen neuen Schlepper kaufen. So, dann laden wir hier mal ab. Bisschen. Mal festfahren müsste man, glaube ich. Oh, 19% schon voll. Naja, gut. Schalten wir noch den Allrad ab und ab die Post. Geht's wieder zum Ver. Ja, es ist noch rausgekommen bei Deutz Fahr. Deutz Fahr wird nicht mehr so vielen Maschinen dabei sein, aber sie sind mit einem Traktor bis jetzt dabei. Das ist der Deutz AgroStar 6.61, was ich auch eine gute Entscheidung von denen finde, weil dieser AgroStar ist eigentlich mal eine ältere mal ein älteres Modell von Deutz und nicht immer die ganz neuen Modelle, was man jetzt so hatte, denn keine Ahnung, Agro Plus und einfach die ganz neuen Modelle. Das finde ich gut, dass mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. So. Was ist noch weiteres rausgekommen? Ja, bei Anhänger und so, bei Fliegel. Ihr wisst ja, diesen Abschiebewagen vom Fliegel, der ist auch wieder dabei, den sind LS13 gibt, der ist jetzt im LS15 auch wieder dabei. Den gibt es aber zweimal, einmal als Auflieger für den LKW, dafür gibt es dann einen passenden Dolly, den man dafür braucht dann. Den gibt es auch dazu, und dann kommen wir mit 936 und, ach Quatsch, nicht aussteigen. Und ein Dolly, einfach dann fahren. Dann gibt es einen Gülle-Fahrer,
Güllezubringer vom Fliegel, der auch als Auflieger. Dann gibt es noch einen Tiefladerauflieger, den gibt es auch auf dem Fliegel. Was hat Fliegel noch? Die zwei Sachen. Ich habe es jetzt nicht gerade bei mir, die Sachen. Die zwei Sachen, den Dolly. Ja, das war's eigentlich schon. Dann kommt von Kuhn, wird ein Vierschabflug kommen, ein Volldreh-Vierschabflug wird kommen. Dann wird wieder, das kann ich euch gleich zeigen. Flüge, Dünger, blabliblub, Mähwerke. Nein, nicht Mähwerke. Dann wird dieser Schwader kommen. Der wird kommen. Bloß als anderes Modell. Dann wird ein Mähwerk kommen, ein Schmetterling-Mähwerk. Und ein noch ganz normal, stinknormales Frontmähwerk bekommen. Von Kuhn. Jo. Dann wird vom Bergmann, wie man es auf der Gamescom schon gesehen hat, das was man als Anhänger hatte, da wird dann ein Bergmann-Ladewagen kommen, als Zweiachser und Dreiachser Ladewagen, also als Tandem und Tridem. Ja, dann bei Amazon, bei der Marke Amazon oder Amazon, nicht der Versand Amazon, sondern die Marke bei Landmaschinen, sage ich jetzt mal. Da kommt ein 9-Schar Flugras, und grüner Amazon Flugras, der ist aufgesattelt auf so eine Achse, den man sieht, dann hinterher zieht. Dann der ganz normale Düngerstreuer von LS13 wird dabei sein. Herrgott, was machst du jetzt für Hupfer? Dann wird der die Spritze dabei sein. Was haben wir noch dabei? Die Spritze. Dann werden wir den größeren Düngerstreuer, also den schon als Kalkstreuer schon fast, der wird kommen. Der wird kommen. Gut, das war es eigentlich schon von Amazon, was kommen wird. Was haben wir denn? Leer? Gut, dann fahren wir. Gut. Rein, rein hocken. Ja. Und ab die Post wieder. Rup, donnern wir einfach mal los. Da weg wieder. So. Das war eigentlich schon mit LS15 Maschine. Es sind schon noch viel mehr dabei. Aber das wird jetzt auch nicht so interessant, wenn ich euch die ganzen Maschinen jetzt hier aufzähle, was kommen wird. Ja, was kann man auch dazu sagen zu LS15? Es wird irgendwann mal kurz davor eine Demo-Version kommen zum Download. Ich gucke mal, dass ich die dann auch bekomme und vielleicht kurz mal vorstelle, aber dann am 30., wenn LS15 draußen ist, werde ich den LS15 so oder so einmal jetzt fahren. Och nee, Mann. Bom bom. Größeren Wendekreis hier rum. So, jetzt fahr. Mann, Helfer, fahr. Ich fahr da. Noch da. Ich hoffe, dass der Helfer in LS15 auch besser eingestellt ist. Ja, auf jeden Fall werde ich dann den kurz vorstellen. Dann in der nächsten
Im Part werde ich dann so eine kleine Map-Rundfahrt machen, einfach mal gucken, was so gibt, was neu ist und so. Die Westbridge-Hildimsen-Map werde ich nicht vorstellen, weil die kennt ja jeder von LS13, also werde ich die Björnholm-Map vorstellen. Und ja. Danach, im dritten Part, werde ich dann mal gucken, wie das aussieht, weil ich möchte ja einen Community-Server eröffnen für LS15. Und da werde ich mal gucken, ob ich das dann drauf bringe. Ja, und diesen dritten Part werde ich dann, wie soll ich sagen, da werde ich dann, oh, wie soll ich sagen, da werde ich dann einfach ein ganz normales Let's Play starten mit den Standardmaschinen von klein auf, werden wir uns hocharbeiten, werden die Felder kaufen, werden uns größere Traktoren kaufen, wir werden am Anfang auf einfach spielen und ja. So, dann machen wir den Wagen noch voll. Und geht's auch schon wieder in die Richtung Partende. 97, 96, 97. Zack, bumm, voll, Abfahrt. Dann auch mal wieder zum Hof zurück. Ja, nein, aua, 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 aua. Mann, sind da harte Kollis drin. Blinkenschienenbegriff. Zack. So. Wieder blinken. Zack. Rein, rüber. Mit 50 hier rein. Zack, bumm, Rückwärtsgang ein. Jui, Vorwärtsgang mal. Füllen wir da vorne ein bisschen noch was auf. Vorwärts, Lina. Ja, der Anhänger ist leer, aber der Part ist voll. Ja, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liked dieses Video. Kommentiert es, lasst vielleicht mal ein Abo da und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Chris LP.